Wir haben erfolgreich die Arenaleiterin von Prismania City hier bezwungen und jetzt wird es Zeit, sich der Arena von Safronia City zu stellen. Ich weiß nur ungefähr, dass der Arenaleiter oder die Arenaleiterin hier Psycho-Pokémon einsetzt und das sind Pokémon, gegen die man ja eigentlich nicht sehr, sehr oft kämpft hier bei Pokémon Let's Go Pikachu. Wir hatten bis jetzt mit Psycho-Pokémon noch nicht so viel Bekanntschaft gemacht. Aber na gut, was steht denn hier so? Pokémon-Arena von Safronia City. Arenaleiterin Sabrina. Okay, also haben wir es wieder mit einer Arenaleiterin zu tun, wie schon hier in Prismania City. Die Meisterin der Psycho-Pokémon. Ja, wie ich schon gesagt habe, Psycho-Pokémon. Das heißt, wir sollten hier... Ja, ich weiß jetzt nicht wirklich, was hier effektiv ist, aber die Arena sieht ja mal mega, mega genial aus. Wow, mit dem habe ich nicht gerechnet und ja, howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Wenn das dein erster Besuch in dieser Arena ist, haut es dich bestimmt ganz schön aus den Socken. Bombastisches Design, oder? Ja, mega. Safronia City ist die größte Stadt Kantos. Dementsprechend groß sind auch die Anforderungen, die wir an die vielen Trainer stellen, die sich hier beweisen wollen. Eines deiner Pokémon muss mindestens Level 45 erreicht haben, sonst darfst du leider nicht rein. Zeig mir dein Pokémon, das mindestens Level 45 erreicht hat, wenn du die Arena betreten willst. Okay. Ich habe genau keines. Keines hier auf Level 45. Aber schauen wir mal, vielleicht haben wir ja 3 Sonderbonbons, dann können wir eigentlich hier unser Pikachu auf Level 45 hochpushen. Ich habe ja schon in der letzten Folge darüber geredet, wie das so ist mit den Sonderbonbons, wann man die wirklich benutzen soll. Und mir ist es eigentlich ziemlich egal, denn man kann hier seine Pokémon entweder trainieren oder man gibt ihnen eben ein Sonderbonbon. Und wir haben genau 3 Sonderbonbons, deswegen werden wir hier gleich mal diese verschwenden. Ich nenne sie gleich mal verschwenden, Leute. Aber ja, so, Pikachu reicht Level 44. Und jetzt können wir auch noch Pikachu auf Level 45 erhöhen. Und viele von euch denken sich bestimmt, Danny, wieso machst du das? Wieso? Und machen hier einen Facepalm vor ihren Bildschirmen. Aber na gut, Leute. Ich habe es jetzt schon gemacht. Ich kann es jetzt nicht mehr zurückgeben. Und ich werde hier auch noch das ein oder andere Pokémon hier etwas stärken. So, Stärkebonbon. Stärkt ja den physikalischen Angriff. Flottbonbon-Initiative. Ich habe Pikachu schon so viel gegeben. Ja, ich würde sagen, da wir ja trotzdem... Nee, komm, wir geben den Taubos mal. Taubos ist stärker geworden. Braucht ihr Angriff? Hat ihr eigentlich... Flugattacken sind ja physische Angriffe. So viel ich weiß. Ich glaub's. Keine Ahnung. Egal, lassen wir das jetzt mal. Und gehen da gleich mal rein. Jetzt haben wir ein Pokémon auf Level 45 und kämpfen mal dagegen. Ja, zeig mir deine Pokémon. Warte kurz. Ja, jetzt habe ich hier auf Pikachu ist Level 45. Das sieht gut aus. Du hast ein Pokémon dabei, das mindestens Level 45 erreicht hat. Jetzt hält ich nichts mehr davon ab, die Arenaleiterin Sabrina herauszufordern. Ja, zuerst muss ich mich da mal ja, irgendwie hinaufbekommen. Ja, ihr seht schon, das sind sehr, 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 sehr viele Dinge, wie man sich hier teleportieren kann. Und da ist schon die erste Kämpferin. Aber wenn die irgendwo hinsieht, okay, dann nicht. Dann eben weiter. Boah, bin ich da jetzt wieder zu Beginn? Sieht so aus, ja, dass ich da wieder ganz am Anfang war. Dann nehmen wir eben den. Schauen wir, wo wir hier hinkommen. Dann nehmen wir eben den. Ob es da irgendeine... Da muss man, glaube ich, durchprobieren. Muss man durchprobieren. So, wo drehst du dich? Okay. Dann nehmen wir einfach das. Nehmen wir einfach mal den. Okay, dann kommen wir wieder zurück. Also, dann nehmen wir den da unten. Ja, wir sollten uns wirklich den Trainern hier stellen, damit wir auch stärker werden, wenn wir uns hier schon rauf gecheatet haben, sage ich mal, mit den Sonderbonbons. Ich habe ja insgesamt in diesem Spiel, glaube ich, schon 5 Sonderbonbons gefunden, was schon crazy viel ist. Ich meine, ich hätte es wirklich aufsparen können, auch für irgendwas anderes, aber nö. So, jetzt sind wir da. Gehen wir darauf. Okay, da waren wir noch nicht, das ist gut. Wenn wir da noch nicht waren, ist es wirklich gut. So, wo geht's hier lang?
Oh, das ging ja leicht. Somit sind wir hier bei der Arenaleiterin und wir haben uns gar keine ihrer, ja, irgendwas hier gestellt. Der anderen Trainer. Na gut. Ja, bin gespannt, wie das so ausgehen wird, obwohl wir uns hier raufgecheatet haben. Na gut. Na bist du ja. Ich habe vorausgesehen, dass du kommen würdest. Seit ich als Kind mal einen Löffel runtergeworfen habe und er sich auf unnatürliche Art verbogen hat, weiß ich, ich besitze übernatürliche Kräfte. Deshalb nennt man mich auch die Meisterin der Psycho-Pokémon. Ich kämpfe nur ungern, aber deine Gedanken verraten mir, dass du darauf bestehen wirst. Yep, werde ich. Wenn es dein Wunsch ist, werde ich dir zeigen, wozu ich fähig bin. Dann zeig mal her. So Leute, ja. Flug ist eine physische Attacke, damit ich hier das alles richtig sage. Ich habe hier schnell mal einen Artikel rausgesucht, was spezial ist und was nicht. Und ja. Oh, wir haben Bantimos. Da bin ich eigentlich gut dabei mit meinem Pikachu auf Level 45. Und das Bantimos ist erst auf Level 43. Komisch. Das finde ich eigentlich richtig, richtig komisch. Ich dachte eigentlich, die Pokémon sind stärker. Yes! Bantimos ist gleich mal paralysiert. Ja, es ist paralysiert und kann nicht angreifen. Finde ich gut. Vielleicht schafft er jetzt einen Donner, einen Volltreffer. Das wäre auch mega, mega gut. So. Ah, es hat verfehlt. Oh, Psychokinese. Da haben wir ja schon schlechte Erfahrungen damit gemacht, als wir gegen... wen sind wir da angetreten? Genau, gegen Blau sind wir angetreten, so einem Kadabra. Aber ich glaube, wir sind sowieso sehr, sehr, sehr mies jetzt dabei jetzt. Komm. So, soll ich jetzt riskieren? Oder soll ich hier... Ich kann mich riskieren. Ich riskiere. Ich setze sie einfach Donner ein. In der Hoffnung, dass es nicht verfehlt und dass wir hier als erstes angreifen. Puh, es trifft. Das heißt, Bantimos ist mal Geschichte. Wow. Bantimos Gegner wurde besiegt. Jiha. Oh, Pikachu hat ziemlich viele Erfahrungspunkte. Irgendwer Level Up? Nein? Oh, setzt ein Lamus ein. Lamus ist ja ein Wasser-Pokémon. Das heißt, es sollte hier sehr effektiv sein, mein Donner. Ja. Nein! Nein! Ah, setzt Surfer ein. Egal, wir haben genug Beleber und ja, super. Super Tränke. Und na, ich würde sagen, wir setzen jetzt mal Giflor ein. Giflor kann hier Wasserattacken. Sollte normalerweise auch sehr effektiv sein gegen Lamus. Rasierblatt. Yes, wir dürfen sogar zuerst angreifen. Ja. Das ist sehr effektiv, aber macht. Ah, nicht Gena. Nicht Gena. Da wird es müde. Megasauger. Vielleicht einmal noch, bevor es einschläft. Wow! Wow! Okay, mit dem habe ich nicht gerechnet, aber war halt auch ein Volltreffer. Boah, das hätte so viel Energie aufgeladen. Ja, jetzt ist es eingeschlafen. Aber na gut, wir haben hier noch mal was raushauen können. Das ist das nächste Rosana ein. Das ist ein Eis-Pokémon. Dann Akani. Dann Akani. Ja, wenn das schafft, dann ist es schon nice. Wenn Akani jetzt gewinnt, das wäre richtig, richtig, richtig cool. So, soll ich Hitzewelle einsetzen? Hitzewelle ist ja um 5 stärker als Flammenwurf. Todeskurs. Yes, hat die Attacke verfehlt. Yes, ist sehr effektiv. Weiter so. Ja, Akani, ich hoffe, du machst das gut. Ah, Todeskurs. Ah, ist eingeschlafen. Habe ich einen Aufwecker? Ich habe, glaube ich, irgendwas. Ah, wieso muss es einschlafen? Ha! Es zwingt sich aufzuwachen, um niemanden zur Last zu fallen. Ich liebe es, aber irgendwie finde ich es wirklich, wirklich komisch, dass sie das eingeführt haben. Das. Wow, 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 yes! So, und jetzt sollte Rosana wechseln und Akani viel Erfahrungspunkte bekommen. Ja, die Arenaleiterin ist doch einfacher, als ich mir vorgestellt habe. Zum Glück haben wir die 3 Sonderbonbons eingesetzt. Ja, Simsala. Jetzt wird es tricky. Jetzt wird es wirklich tricky, was ich hier einsetze. Giflor schläft ja. Probier's mit Taubos oder Apollo. Nein, komm, lassen wir mal Akani. Nein,
Nee.